Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ja, wir wollten jetzt nochmal dahin, nach da oben, für Greg noch ein Ding hier ausgraben, so ein Kreuz. Weil wir irgendwie nicht alles hier... Gregs Fliege, so eine kleine Fliege ist hier bei mir, irgendwie voll am Nerven. Und... ja, ich habe aber auch so das Gefühl, wir haben das hier auch noch nicht richtig durchsucht, durchlootet. Und hier da, genau, das hatten wir ja schon. Den hatten wir ja schon durchsucht. Genau, können wir ja nicht. Aber das hier habe ich so das Gefühl, wir haben das nicht richtig gelootet, weil ich wurde darauf hingewiesen, dass hier irgendwo eigentlich die Schale von Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Sein sollte. Kam halt, ja, also irgendeiner der Banditen hatte das ja geklaut, wurde ja gesagt, und ich gehe mal von aus, dass es vielleicht in einer der Truhen ist, aber hier ist die Treppe, und die Banditen an sich haben wir ja gelootet, deswegen kann das nur in den Truhen sein, und keiner von denen, oder habe ich die im Inventar, die silberne Schale, Krautpaket, das hätten wir auch noch abgeben können. Habe ich jetzt voll vergessen, aber eine goldene Schale haben wir jetzt nicht, ne? Und dann sollte hier hinter Sekops Hof irgendwo noch ein X sein. Das ist doch Sekops Hof, oder? Ich hoffe jetzt nur nicht beim Drachensnapper da unten. Wo ist denn der Drachensnapper? Feldknöterich nehmen wir mit. Eine Waldbeere nehmen wir auch mit. Das müssen wir alles mitnehmen. Der Drachensnapper ist aber da hinten, ne? Ja, da ist er. Ich hoffe nur nicht bei ihm. Oder warte, ich gucke mal, vielleicht sind wir schon stark genug gegen den. So, ich speichere einmal auf die... auf die 4, komm. Und gucke mal, wie, ob wir schon stark genug gegen die sind. Nee, sind wir nicht. Sind wir nicht. Wir haben auf der 4 gespeichert. Ja, okay. Da müssen wir erstmal... oh, Feuernessel. Da müssen wir erstmal stärker werden. Hier Innos-Statue. Das Kreuz hatten wir ja schon. Aber wo hat er sonst noch? Das ist doch Sekops Hof, oder? Den vergraben gehabt. Dieses Knistern ist mir irgendwie ein bisschen zu laut. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ist da nichts Neues? Ich bin ganz deiner Meinung. Also ich wüsste zu gern, wo noch ein... da haben wir den. Da ist das letzte. Ah, ich glaube, ich habe etwas gefunden. Ein goldener Kelch? Wo ist denn das? Da? Okay, aber da nur ein goldener Kelch. Also ich gehe sehr stark von aus, dass das nicht der von Bomo ist. Ich gehe sehr stark von aus, dass hier wahrscheinlich geschrieben steht, extra Bromos goldener Kelch.
dass da irgendwie, genauso wie mit diesen Banditendegen, dass da ein F eingraviert ist, dass da vielleicht auch irgendwie vielleicht ein B eingraviert ist oder so. Dass das sowas in der Richtung ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, das Letzte für Greg. Und ja. Aber ich fand es auch jetzt interessant, wie wir das alles jetzt hier auch herausgefunden haben. Noch bevor wir in den nächsten Kapitel gingen, dass wir doch noch geschafft hatten, alles hier, das fortging. Also, dass es weiterging. Dass wir nicht unbedingt in die nächsten Kapitel immer weiter und weiter gehen mussten. Dann müssen wir jetzt nur noch Cypher sein Paket da wiedergeben, den wir geklaut hatten. So, da ist Greg. So. Hey, du. Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Ich habe deine vergrabenen Sachen gefunden. Dann müsstest du jetzt etwa 100 Goldmünzen, einen goldenen Kelch, eine silberne Schale und ein Amulett bei dir haben, die mir gehören. Her damit! Hier hast du deine Sachen. Hier hast du die Sachen. Ein Säckchen mit 100 Goldmünzen, ein Goldkelch, eine silberne Schale und ein Amulett. Sehr gut. Hast Glück, dass du nicht dumm genug bist, mit den Sachen einfach zu verschwinden. Hier hast du deinen Anteil an der Beute. 30 Gold, wow. Ich vermute übrigens, du suchst einen Kerl namens Dexter. Ich vermute, du suchst einen Kerl namens Dexter. Verdammt, ich habe keine Ahnung, wie der Kerl heißt. Ich weiß, wo du ihn finden kannst. Tatsächlich? Erzähl! Nicht weit von hier. Er ist offensichtlich der Anführer einer üblen Bande von Banditen. Haha, ja, das ist er! Ich wusste, dass er sich hier irgendwo verkrochen hat, die alte Landratte. Ich muss jetzt nur noch in den Kellerlöchern und Rattennestern in der Gegend hier noch sehen. Den Schweinehund finde ich schon. Da brauche ich deine Hilfe nicht mehr. Okay. Ja, ich glaube, Greg müssen wir auch noch irgendwann erledigen. So, jetzt können wir aber auch einmal kurz zu Cypher ihm das Kräuterpaket da abgeben. Dann müssten wir eigentlich die auch noch abgeschlossen haben, diese Quest. Zu Dexter selber nochmal hoch will ich nicht. Denn ich gehe von aus, dass er mich dann doch noch töten will. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das hast du nicht gewusst. So. Genau, hier ist Cypher. Der weiß ja nicht mal, wie er nicht. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich werd verrückt. Wo hast du es her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. Jo, alles klar. Gönn dir. Das höre ich zum ersten Mal. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ist das wirklich von mir erfährt? Ja, das finde ich super. So, wie viel haben wir jetzt an Erfahrung? Oh, nicht mehr lange, dann haben wir wieder die nächsten 10. 10 Lernpunkte. So, ich will aber jetzt auch mal langsam wieder in diese Richtung gehen und gucken, ob wir vielleicht auch noch ein paar Gegner hier finden, die wir erledigen können. Wie kommt es, dass wir hier nie waren? Oder ich zumindest mich nicht daran erinnern kann? Aber ja, wir müssen auch irgendwann hier in diesen Wald. Hier sind aber auch viele Schafe gerade unterwegs. Ja, okay. Auch ein paar kleine Grafikglitches sind hier auch noch. So. Ich speichere aber einmal, bevor wir hier nochmal weiter reingehen. Wieder auf die 4. Und ich nehme schon mal mein Schwert raus. Weil hier können ja immer noch irgendwo
Gegner sein, die ich jetzt nicht sehe. Der Schattenläufer zum Beispiel. Gegen den kommen wir noch nicht an. Wo ist denn der Schattenläufer? Ich höre schon den Gott. Da. Vielleicht kommen wir schon gegen die an. Okay, die sind doch schon stärker. Lassen wir vielleicht doch mal sein. Und sehen zu, dass wir vielleicht irgendwo leichtere Gegner kriegen. Die Schafe lassen wir aber am Leben. Das ist doof, dass wir eigentlich so schwach sind. Ich brauche mehr Erfahrungspunkte. Was haben wir eigentlich noch an Quests? So, der Waffenhändler. Das Portal, die Teleportstein. Ja, Bilgots Flucht. Schürfer und Erst, die Befreiung von Gorn, die Sonnenaloi. Die schnaubende Kreatur, Fernandos Geschäfte. Das machen wir zuerst, bevor wir ihn verpfeifen. Ja. Lehre den Klug in einem Zug. Machen wir irgendwann anders. Romas goldene Schale, Banditen in Jacks Leuchtturm. Information für Gabel, die Vermissten, Bosporus Bogen. Wo sind die vermissten Leute? Der Ring des Wassers. Wir haben eigentlich nur noch die Vermissten. Das heißt, wir haben keine andere, also an Nebenquests. Größere Nebenquests, kleinere. Was mit Bosporus Bogen? Weiß ich nicht, was ich da machen soll. Aber hier war doch, glaube ich, noch ein Weg, dort weiter in den Wald ging. Oh, Feuernüsse. Noch eine Feuernüsse. Dann will ich mal schauen, wie ich die... Boah, diese Fliegen. Diese kleinen Fliegen, ey. Hier gegen die Fliegen hab... Wir gehen nicht in den Wald. Gegen die Vargs komme ich nicht an. Aber wir könnten zusehen, dass wir Gorn jetzt freikaufen. Das will ich ja machen. So. Genau. Und jetzt teleportieren wir uns. Nein, zu weit entfernt. Okay, jetzt brauchen wir wieder Mana. So, essen wir das. Geil, dass wir nur ein Essen brauchen und schon voll sind damit. Gut, wir gehen Gorn freikaufen. Dann kriegen wir auch zumindest ein paar Erfahrungspunkte. So, und Greg müsste jetzt auch dann langsam weg sein von da. Und bei Dexter dann da oben. Denn ihn dahin begleiten zum Banditenhof würde ich ungern. Weil die mich wahrscheinlich dann alle angreifen und töten wollen. Und gegen so viel auf einmal bin ich noch nicht stark genug. Und ich habe ja auch ein bisschen verlernt, wie man hier vernünftig kämpft. Bin ich auch sehr talentiert dafür. Wieso sind die Fliegen andauernd hier? Das nervt mich mit denen. Aber egal, wir gehen jetzt einmal nochmal ins Minental zurück. Kaufen Gorn frei, sehen zu, dass wir ihn da irgendwie auch rausholen. Ich hoffe, die Orks sind nicht wieder gespawnt, die wir mit Diego geschafft hatten, auszuschalten. Und ich hoffe, ich muss nicht mit Gorn durch die Ork-Garnison da durchlaufen. Denn Gorn wird mir dann definitiv drauf gehen.
Aber zumindest will ich es einmal versucht haben, ihn freizukaufen und schauen, wie das dann weitergeht, wie das da weiterläuft. Vielleicht müssen wir auch im Minental noch mal ein paar Kreaturen töten. Ich freue mich aber schon darauf, wenn wir stark genug sind, die Drachensnapper zumindest einen einzigen töten können, wenn wir von einem einzelnen angegriffen werden. Da freue ich mich schon drauf. Da liegt auch wieder Blaufieder. So. Komm, wir gehen durchs Wasser. Und kann ich hier eben noch schnell was kochen? Wir haben alles ja da. Wir müssten jetzt auch mehr als genug Fleisch haben, um das alles zu kochen. Ah ja, Schinken und Wein müssen wir doch auch noch für, wie hieß er, Baltram, glaube ich, für den noch brauchen. Damit wir wieder mit ihm handeln können. Damit er mir verzeiht, dass ich ihn hintergangen hatte. Ich finde es interessant, dass hier eigentlich manche Schädel andere Farben haben als der Rest der Skelette von denen. Gut, okay. Ja, ich freue mich schon, wenn wir stärker sind und wir auch hier endlich mal bessere Rüstung und bessere Waffen haben können. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ja, Schlösserknacken, das ist das, worauf ich jetzt als nächstes hinskillen will. Kostet ja 10 Lernpunkte, war das, glaube ich. So, dann können wir jetzt... Ja, die 4. Nee. Und wieder einstecken. So, Sag nicht, jo, sind ja, stimmt, da waren ja so viele hier. Kirillov. Zweihandkampf lernen. Lass uns beginnen. Ah ja, stimmt, kostet ja so viel. Komm, aber ich nehme mal einen Punkt. Das höre ich zum ersten Mal. Wir haben ja 2 Lernpunkte gehabt. Das ist doch schon lange bekannt. Singraf. Uda. Hey! Du hattest verdammtes Glück, als du reingekommen bist. Um ein Haar hätte ich dich erschossen. Dann sollte ich wohl froh sein, dass du so gute Augen hast. Spar dir deine Sprüche. Rede mit Zengrad, wenn du was willst. Okay, Alter, das... So, Ritter... Doba... zeig mir, wie ich ein gutes Schwert schmiede. Kosten 4 Lehrpunkte. Wie läuft die Arbeit? Könnte besser laufen. Wenn du mich nicht dauernd unterbrichst, schaffe ich vielleicht auch mal was. Okay. Parla. Hey. Was gibt's Neues? Engo hat neue Rationen Fleisch verteilt. Mann, das war bitter nötig. Okay. Hatte ich ja, glaube ich, geholfen gehabt. So, bei wem war das nochmal? Bei wem ich Dorn freikaufen konnte? Das war doch schon vorher klar. Meine Meinung ist, lass uns mal abwarten, was daraus wird. Ich glaube, bei dem da war das. Was hast du das denn schon wieder? Hatte das nicht. Geralt. Das kann ja nicht ewig sein. Schläfst du eigentlich nie? Nein. Enos selbst verleiht mir die Kraft, niemals schlafen zu müssen.
Das liegt doch auf der Hand, wer erzählt. Okay, bei ihm war das jetzt auch nicht. Das war doch klar. Von mir hatte das nicht. Warum erfahre ich das jetzt? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. So, wo war eigentlich der Weg, um da runterzukommen? Die haben die ja auch schon dicht gemacht. Das war ja mal ein Gitter, wo man reingucken konnte. Ich weiß gar nicht, warum er sich so. So, der Koch. Ritter Garund. Ich will Gornfrei kaufen. Wie ist die Situation? Wie ist die Situation? Niemand. Jetzt fehlen mir nur noch die Nachrichten über die letzte Schürfstelle. Und ich hoffe, es werden gute sein. Ich hoffe auch. Ich will Gornfrei kaufen. Ich will Gornfrei kaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Ich habe das nicht gemacht. Okay. Und glaub ja nicht, dass das alles ist. Ich speichere aber hier mal auf die 5. In der Hoffnung, dass ich dann hierhin zurückladen kann. Sollte er mir gleich drauf gehen können. Oder so. Geht er mir drauf. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Gehört. So, Gerold. Warum erfahre ich das jetzt? Lass Gorn frei. Lass Gorn frei. Noch mehr. Komme auf Befehl vom Kommandanten Garund. Ich bin schon informiert worden. Das hätte doch besser. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Ah, nice. Das war okay. Doch klar. Ich wäre mir da nicht so sicher. Also hier darf ich rein. Wer erzählt denn so? So weit weg. Das höre ich. Warum hört eigentlich keiner auf mich? So. In welcher Zelle ist er jetzt? Wir können aber. Wir werden hier alle sterben. Okay, ich mach den hier wieder zu. Das ist nicht derjenige, den ich hier befreien soll. Ist hier? Ist er hier drin? Nö, hier ist niemand. Okay. Dann kann ich das offen lassen. Ist hier? Gorn? Ne? Da ist Gorn, oder? Drei? Ich war draußen, als der Drache angegriffen hat. Ich habe ihn gesehen. Groß wie 10 Männer, binnen von Augenblicken verbrannte sein Feueratem die Hütten. Ein Drache! Ich bleib hier sitzen. Hier kriegt mich keiner weg. Ich bin doch nicht wahnsinnig! Okay. Wenn ich mich damals rechtzeitig abgesetzt hätte, dann müsste ich jetzt nicht wieder für die Schweine schuften. Okay. Interessant, dass der eine aber einen Namen hat. So, zu weit weg, dann muss er hier drinnen sein. Das war doch nicht. Da ist Gorn, aber. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass mich hier wer rausholt. Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garund sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Warte. Ich habe hier noch was, das du gut gebrauchen kannst. Diese Rüstung habe ich hier in der Zelle gefunden. Hat wohl einer der Gefangenen hier versteckt. Mir ist sie zu klein, aber dir könnte sie passen. Danke. Wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Warte. Ich hätte ihn nicht kaufen brauchen? Es dreht sich alles nur ums Erz. Immer wieder das Gleiche. Sie wollen alle nur dieses verdammte Erz. Ich hätte die Rüstung nicht selber kaufen brauchen? So, okay, wo war jetzt Milton? Ah ja, geht schon dahin. Auf der Hand. Ich habe so einige Probleme, habe ich kaum mehr Ärger, kann ich so, nicht. So, okay, wo ist Milton? Wahrscheinlich da drinnen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich glaube nicht, dass ich da bin. Ist er hier unten oder oben? Wo war er nochmal? Milton! Hey! Ich habe Gorn befreit. Ich habe Gorn befreit. Gut, dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Was sind deine Pläne? Was sind deine Pläne? Ich werde wieder zurückkehren. Ich warte noch eine Weile ab, aber da Gorn nun frei ist, kann ich mich zusammen mit ihm absetzen. Es ist mehr als nötig, dass Pyrokar von der Situation hier erfährt. Wie du meinst. Ich hoffe, dass Lord Hagen erkennen wird, welche Bedrohung von diesem Tal ausgeht. Nicht auszudenken, was passiert, wenn die Orks über den Pass kommen. Ja. Na dann, gute Reise.
Okay. Warte ich noch einmal mit Gorn? Pass auf! Ich habe lange genug hier rumgelungert. Wird Zeit, dass ich mal was anderes sehe als dieses Tal. Wie bist du über den Pass gekommen? Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine. Gut. Ich warte noch auf einen günstigen Moment und dann hau ich ab. Dann gehe zu Onas Hof. Lee ist mit seinen Jungs dort. Er braucht gute Männer wie dich. Das mache ich. Werd mir mal angucken, was die da veranstalten. Hm, okay. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Verlass dich drauf. So, wie sieht's eigentlich dann mit Diego aus? Geht er da auch bald weg? So, es wird schon wieder dunkel. So, wieso geht's immer so schnell dunkel? Ich schau mal, ob ich irgendwo pennen kann. Ich hab mir das schon gedacht. Das liegt doch auf der Hand. Er hat auf die Hier gab's doch bestimmt oben noch Betten, die ich nutzen darf. Da haben wir eines. So, bis zum nächsten Morgen auf jeden Fall. Raus hier! Ja, ich geh schon, ich geh schon. Ich bin schon auf dem Weg raus. Du willst nicht gehen? Na gut. Ich bin doch schon raus. Alarm! Ich bin doch schon raus. Alarm! Nein! Ja, renn so schnell! Alarm! Alarm! Wir sprechen uns noch! Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich wollte doch nur schlafen. Ich hab da meine Du schon wieder! Genau, oh so, nein. Wie du sagst. Du schon Alarm! Wieder! Ach oh, nein. Alarm! Alarm! Wir sprechen uns noch! Was ist denn schon wieder? Egal, komm, ich will dich nie wieder da drinnen sehen. Klar? Warte mal. Noch lebe ich, oder? Die töten mich nicht. Und die looten mich nicht. Kann ich aufstehen? Innos leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich hätte also ich das lebe noch. Gemacht. Irgendwann muss ich doch aufstehen. Ja, ich kann aufstehen. Okay, aber es ist jetzt wieder. Ist wieder alles gut, oder? Ich glaube nicht, dass ich da was. Die tun mir jetzt nichts, oder? Warum hört er? Du schon wieder! Ich bin mir da nicht so sicher. Das hätte ich dir vorher gesagt. Ich hab da meine eigene. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Aber. Das war doch klar. Ja, komm. Ich will dich nie wieder dann, egal, da drinnen sehen, klar? Dann laden wir. Wo hatte ich Hier. Dann befreien wir einmal Gorn. Kaufen die noch. Also. Ja, dann machen wir das noch einmal und ich gehe da nicht nochmal schlafen. Boah, diese Fliegen. Es gibt doch nur noch mehr. Einiges gehört. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Lass mich. Das kennen wir. Das höre ich zum ersten Mal. Und gehen jetzt nochmal rein. Wir wissen ja, in welcher Zelle er ist. Und mit den anderen muss ich ja nicht noch einmal quatschen. So. Die Faulenzerei hat ein. Oder auch lang mit dir. Garon sagt. Jetzt wo. Warte, diese Rhythmie ist. Danke. Alles. So. So, Gorn ist raus. Machen wir zu. Wo es wird Zeit, dass ich hier mal Bienenfänger reinpacke bei mir hier. Ich kann das nicht gewusst. Das nervt ja mit denen. Die Probleme habe ich kaum sehen. Letztendlich wird die Gerechtigkeit siegen. Genau das habe ich. Von mir hat so, und jetzt nochmal mit Mild quatschen. Und ich leg mich dann nicht nochmal hin. So, machen wir das noch einmal mit ihm. Hey! So. Ich hab. Gut. Was? Ich werde. Es ist mir. Wie du mal. Ich hoffe. Na dann. So. Und auch noch einmal mit Gorn quatschen. Der müsste jetzt gleich hier sein. Warte mal. Okay, ich muss ihn erstmal da drin haben. So, komm, ja. Gorn, noch ein bisschen. Pass auf. Ich hab. Wie bist du? Es gibt. Gut, dann geht das mal. So, wir sehen uns wieder. Verlass. So.
Dann teleportiere ich mich jetzt direkt das wieder zum Eingang. Auf der Hand. Erstmal nochmal eine Feuernessel essen. Und möglich ist alles. Den hier weg und dafür den. Zaubern wir uns dahin. Und machen den hier wieder weg. Essen nochmal eine Feuernessel, da haben wir wieder Mana voll. Und ich will jetzt noch einmal mit Diego quatschen, dass wir Gorn befreit haben. So, Diego. Hey, du. Hey, du. Alles klar? Alles klar? Alles bestens. Ich ruhe mich nur kurz aus. Okay, wie lange willst du dich hier nur ausruhen? Kannst du mir was beibringen? Klar. Was willst du wissen? Berge, das ist mir schon mittlerweile viel zu teuer, aber ich muss das auch besser werden. Okay, aber nichts Neues von ihm dann. Aber wir haben das zumindest erfüllt. Und nochmal 500 Erfahrungspunkte hier bekommen, dafür, dass wir Gorn befreit haben. So, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir zu, dass wir nochmal weiter das mit den Vermissten irgendwie machen. Wir haben hier noch sehr viel offen. Und Bospas Bogen. Ja, das kriegen wir irgendwie noch hin. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.